Bereits am frühen Morgen treffen die ersten Teilnehmer im Fahrerlager ein. Trotz bestem Wetter können wir unseren Gästen aber nur eine einfache Ausfahrt bieten, da das Jahrhunderthochwasser 14 Tage vor der Veranstaltung Teile der geplanten Wertungsstrecke vernichtet hat. Thank you.
Immer mehr schöne und gepflegte Oldtimer bevölkern das Startgelände. Auch bei den Motorrädern gibt es wahre Gusto-Stücke zu bestaunen. Wie hier diese wunderschön restaurierte englische AGS Tourensportmaschine. Genießen wir in einem Rundgang die Details klassischer britischer Zweiradtechnik.
Es geht los. Karl Baumgartner leitet die Rundfahrt durch das Alpenvorland. Auf verkehrsarmen und wunderschönen Straßen geht es durch die sommerliche Landschaft.
Rast in St. Michael. Eine willkommene Pause für Fahrer und Fahrzeuge. Bei der Rückkehr zum Sportheim Münchholz warten schon zahlreiche schöne Pokale auf die Gewinner. Die Siegerehrung wird durch unsere Landtagspräsidentin Gerda Weichsler und Vizebürgermeister Gerhard Brem durchgeführt. Wir hätten ursprünglich eine größere Wertungsfahrt für heute geplant gehabt. Aufgrund der Ereignisse vor gut 14 Tagen ist es eben nicht möglich gewesen, die Veranstaltung in dieser Art und Weise durchzuführen. Clubmitglieder, liebe Teilnehmer, ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen hier in Steyr. Ich freue mich, dass Sie heute teilgenommen haben, dass Sie sich eigentlich einem guten Zweck verschrieben haben. Vor 14 Tagen hat in Steyr ein Hochwasser gewütet und ich hoffe, ich wünsche Ihnen, dass Sie also nicht alle davon betroffen gewesen sind, aber der Schaden ist ein sehr, sehr großer. Das persönliche Leid von manchen, das wirklich fast nichts mehr haben, ist auch ein großes. Und insofern darf ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich spontan bereit erklärt haben, Ihren heutigen Ausflug, Ihre heutige Wertungsfahrt einem besonderen Zweck zu widmen, nämlich den Hochwasseropfern in Österreich. Und ich kann gar nicht oft genug erwähnen, jeder Groschen und heute jeder Cent ist wichtig, um den Opfern zu helfen, um ihnen wieder ein Leben zu ermöglichen und vor allem eine Existenz zu ermöglichen. Herzlichen Dank noch einmal und alles Gute. Ja, Frau Präsident, Herr Obmann, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Frau Präsident hat schon alles gesagt. Ich möchte mich nur kurz anschließen. Ich möchte mich bedanken für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. Ich komme immer wieder gerne, weil ich feststelle, dass das doch eine Interessensgemeinschaft immer auch eine gemütliche Runde ist und weil es auch aus Sicht unserer Stadt und die Verantwortlichen in der Stadt auch wichtig ist, dass solche Interessensgemeinschaften hier vorhanden sind. Und danke für die Einladung, ich darf auch die Grüße des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung überbringen. Ich möchte aber auch dem Verein und den Obmann mit seinen Funktionärinnen und Funktionären herzlich danken, die solche Veranstaltungen organisieren. Es ist ja eine Notwendigkeit, dass wer da ist, der sich darum kümmert, der organisiert, der vorbereitet, hängen ja viele Stunden dran an solchen Vorbereitungen zu Veranstaltungen und dann kommt man als Teilnehmer und genießt halt eine gute Vorbereitung, dass man es glaubt. Natürlich tut es gut, wenn man hier Unterstützung bekommt und vor allem aber auch, dass hier eine Solidarität Platz gegriffen hat, das auch bis zum jetzigen Zeitpunkt fast nicht mehr denkbar gewesen ist. Also es war eine Hilfsbereitschaft da, die gigantisch gewesen ist und darum freut es mich und ich möchte nochmal herzlich danken, dass Sie auch Sie Ihren Beitrag dazu geleistet haben und vor allem bei Ihnen einer improvisierten Fahrt mitgemacht haben. Es wäre eine schöne Fahrtbeabsicht gewesen, aber dass Sie trotzdem heute dabei waren, dass Sie Freude daran gehabt haben und dass Sie hier mitgeholfen haben. In diesem Sinne danke ich dem Verein, den Obmann mit seinen Funktionären, danke Ihnen für die Teilnahme, wünsche heute noch einen schönen Tag und für die Zukunft noch viel Freude und Spaß bei Ihrem Hoppe mit den Oldtimern. In diesem Sinne alles Gute. Wir haben, wie gesagt, keine Wertung nach einer sportlichen Leistung, nach absolvierenden Sonderprüfungen oder was auch immer, wie es bei so einem Treffen üblich ist. Es heißt halt, das Bewältigen der Strecke ist entscheidend. Wir haben also die Kriterien rausgenommen, die man da gern nimmt, also die ältesten Fahrzeuge, die weitesten Anreisen für die größten Gruppen und so weiter. Vielleicht vorweg ein Satz, den einmal wer gesagt hat und der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe es auch reingeschrieben in die letzten Aussendungen. Es sind heute, werden Ehrenpreise vergeben. Es sollte aber in erster Linie einmal der Gedanke helfen zu können, hier im Vordergrund stehen. Und ein Satz für diejenigen, die heute vielleicht nicht mit einem Pokal bedacht werden. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch, der lautet, die Teilnahme ist der Sieg und die Sieger sind die Teilnehmer. Und in dem Sinn haben wir das heute abwickeln wollen. Und wie gesagt, ja, ein bisschen was haben wir vorbereitet für euch. Und